Ja, ich weiß auch nicht, wo ich genau anfangen soll, aber ich möchte ganz gerne mal kurz daran erinnern, dass es eine Begebenheit gab, in der Jesus Christus gesagt hat zu den Pharisäern, warum sucht ihr mich zu töten? Und die Antwort war, wer sucht dich zu töten? Du bist irre. Also diese Unterstellung, irre zu sein, ist sogar unserem menschgewordenen Gott widerfahren. Und die Bibel ist voll von Hinweisen, dass Recht gebeugt wird. Recht wurde schon immer gebeugt. Zum Beispiel sagt auch Jesus Christus, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ich lese aus dem Alten Testament noch Sachen vor. Ja. Wehe denen, die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern, die bedrückende Vorschriften schreiben, womit sie den Armen vom Rechtsweg verdrängen und den Unterdrückten meines Volkes ihr Recht rauben, damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Weisen plündern können. Jesaja 10, Vers 1 bis 2, ungefähr 700 vor Christus bereits gesagt. Micha 7, 2 bis 3, der Getreue ist aus dem Land verschwunden und es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen. Sie lauern alle auf Blut, jeder jagt seinen Bruder mit Netzen. Zum Bösen brauchen sie beide Hände, um es ja recht gut zu machen. Der Fürst fordert und dem Richter ist es um den Lohn zu tun. Der Große sagt, wie er es haben will und danach drehen sie es. Klingt ja irgendwie ziemlich passend, finde ich. Zephania Kapitel 3, Vers 3 bis 4. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Jesaja 56, 10 bis 11. Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gern. Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und die Hirten verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Salomo, der Prediger, sagt, also der Sohn Davids, der König Israels, und weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Gerichts. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber, denn über dem Hohen lauert noch ein Hörer und über ihnen noch Höhere. Ich denke mal, wir warten spätestens bis auf das Endgericht, wenn alle Bücher aufgeschlagen werden und es kein Geheimnis mehr gibt. Halleluja, vielen lieben Dank. Religion.